Rabeninvasion in Halle, Westfalen. Rund 300 Vilsbiburger Fans verwandelten das Umfeld des Gary-Weber-Stadions in ein rot-schwarzes Meer und klatschten und sangen sich in den Fokus der zahlreichen Medien. Siegessicher hatten sich die treuesten der treuen Anhänger schon auf der über 600 Kilometer langen Busfahrt von Vilsbiburg nach Halle gezeigt. Ja, ich rechne schon mit einem Sieg, weil von der Tabelle her haben wir eigentlich Favorit, obwohl man bei so einem Spiel natürlich nichts sagen kann, weil wer die Nervosität ablegt als erstes, hat da die größten Chancen. Ich habe gesehen, es ist einiges an Bier dabei. Ja, wenn man dann, der Freund hat noch einen Hugo dabei, also wenn wir gewinnen, dann werden wir schon ein bisschen was feiern halt, ja. Vor dem Feiern stand aber erst einmal die anstrengende Reise. Abfahrt um 2 Uhr morgens, dann 8 Stunden im Bus. Das ist sicherlich kein Zuckerschlecken. Für die Fans ist diese tatkräftige Unterstützung ihrer Mannschaft allerdings fast schon selbstverständlich. Eigentlich schon, weil ich wollte schon eher mal mitfahren, aber da kam ich nicht dazu. Aber heute habe ich mir es nicht entgehen lassen. Also für uns ist es das erste Mal, dass wir dabei sind. Und eigentlich ist es selbstverständlich, wenn man die ganze Saison hingeschaut hat. Ja, ich erwarte mir ein spannendes Spiel, weil heuer eigentlich schon einige gute Spiele da waren. Und ja, die Freundin, Kapitän von der zweiten Mannschaft, von den Raben, hat mich gefragt, ob ich mitfahre und habe gesagt, kein Thema. Ja, jede Menge Spaß halt und dass die Halle ganz voll ist. Und so eine Stimmung haben wir daheim ja nicht, weil bei uns sind ja meistens bloß 1000 oder 1500 Leute da. Und da werden es ja bis zu 10.000 Zuschauer und das ist bestimmt eine Riesenstimmung. Und ich hoffe einfach, dass wir gewinnen. Und diese Hoffnung schien sich dann auch schnell zu bestätigen. Angefeuert von ihren Fans zeigten die Raben von Beginn an eine Top-Leistung und versetzten die mitgereisten Anhänger regelmäßig in wahre Jubelstürme. Letztendlich fegten die Vilsbiburger die Volleystars Thüringen glatt mit 3:0 vom Feld. Ein Ergebnis, das in dieser deutlichen Form sicherlich nicht zu erwarten war. Ganz ehrlich, ich war nicht so, also mein Gefühl war nicht so gut. Ich habe mir gedacht, es wird eng, es wird knapp, aber vielleicht knacken wir es. Aber dass halt der 3:0 wird, ist natürlich der Wahnsinn. Also ist ein super Ergebnis. Wir sind heute nicht mit der Erwartung hingekommen, dass wir gewinnen. Wir haben gedacht 50-50. Und wir sind froh, dass wir den Pokal geholt haben und sind happy. Beeindruckend war dabei übrigens nicht nur das Spiel, sondern allgemein die bombastische Stimmung im legendären Gary-Weber-Stadion. Das übertrug sich auch auf die Mannschaft. Ja, auf jeden Fall. Also das hört man vor allem, wenn wir einen Punkt machen. Die waren wahnsinnig laut und haben uns so toll unterstützt. Das ist echt super gewesen. Ja, finde ich klasse von den Fans. Vielen Dank dafür, dass ihr uns unterstützt habt. Eine sehr coole Stimmung. Auch von Friedrichshafener Seite, die uns mit unterstützt haben. Vielen Dank. War einfach nur geil. Ich bin überwältigt, dass 300 Leute, oder vielleicht sind es sogar auch mehr gewesen, den langen Weg mitgefahren sind. Zweitagestour, Eintagestour. Das ist nicht einfach, um 2 Uhr in der Früh aufzustehen für so ein Spiel. Ohne die ist es unmöglich. Das ist auch, seit diesem Jahr sind wir ungeschlagen daheim. Das ist auch ein Verdienst der Fans. Solch lobende Worte hört man natürlich im Fanlager gern und das dürfte Ansporn genug sein, ihre Mannschaft auch weiterhin zu unterstützen. Schließlich sind Ereignisse wie der deutsche Pokalsieg Erinnerungen, die man so schnell nicht vergessen wird.